Ja, wobei ans Heizen zu denken ist hier gerade eigentlich gar nicht in, weil das Wetter in Deutschland ist von extremer Sommerhitze zumindest die letzten Tage jetzt ein bisschen umgeschlagen und zwar auf starke Gewitter. Das Ganze ist eine wirklich schwere Belastung für unseren Körper. Forscher, die haben außerdem einen beunruhigenden Trend ausgemacht. Erstmalig sei eine Übersterblichkeit aufgrund von Hitze in gleich drei aufeinanderfolgenden Jahren festgestellt worden. Sven der Homburg. Aufräumarbeiten in Krefeld. Sturmböen haben hier ganze Bäume aus dem Boden gerissen. Viele Straßen sind unpassierbar. Der Westen und Süden Deutschlands wurde von einer heftigen Gewitterfront heimgesucht, die sich nun weiter ausbreitet. Noch vor wenigen Tagen sah das ganz anders aus. Da schwitzte ganz Deutschland bei Rekordtemperaturen. Das Jojo-Wetter für viele eine Belastung. Mal heiß, mal wieder so kühl wie heute Morgen. Also das bekommt mir überhaupt nicht. Schlapp ist man, aber da muss man halt nur einen Gang runterschalten. Ganz genau, vor allem hohe Temperaturen sollten nicht unterschätzt werden. Gerade sind bei den Bundesjugendspielen in Fulda 10 Schüler zusammengebrochen. Auch trainierte Körper können bei 32 Grad plus schnell schlapp machen. Experten warnen, Hitze kann zur tödlichen Gefahr werden. So haben Forscher in den überdurchschnittlich warmen Sommermonaten 2018 bis 2020 zum allerersten Mal eine Übersterblichkeit in Deutschland festgestellt. Insgesamt 19.300 Menschen sind in dieser Zeit hitzebedingt gestorben. Hitzestress für den Körper führt dazu, dass insbesondere das Herz-Kreislauf-System vermehrt arbeiten muss. Das heißt, es muss vermehrt die Haut durchblutet werden, um die zusätzliche Wärmemengen, die wir aufnehmen, durch die hohen Außentemperaturen, entsprechend wieder an die Umgebung abzugeben. Insbesondere Menschen mit Vorerkrankungen sind deshalb bei hohen Temperaturen gefährdet. Um sich vor Überhitzung zu schützen, sollte man vor allem auf eines achten, ausreichend Flüssigkeit. Ansonsten helfen luftige Kleidung und Schatten, den Körper kühl zu halten. Wichtig, bei sehr hohen Temperaturen sollte man sich auf gar keinen Fall überanstrengen.